So, meine Lieben, weiter geht's mit der dritten Folge der FIFA 15 Skill Games. Und ihr seht schon oben im Titel, heute also mit der dritten von insgesamt 14 Übungen, nämlich dem fortgeschrittenen Flachpass. So, und endlich habe ich jetzt mal die Anmoderation gepackt, Freunde. Ihr wisst gar nicht, wie viel Versuche ich jetzt gebraucht habe, um das Ding endlich aus meinem Mund rauszukriegen. Aber gut, vom Sportpass habe ich geredet und was weiß ich habe es irgendwie nicht hingekriegt. Aber jetzt ist alles gut. Wir legen los mit dem Bronze-Level sozusagen. Bei dieser Übung sollst du den Ball so dosiert gegen die Wand spielen, dass ein Doppelpass daraus resultiert. Aber der dich nach unten vor, indem du bei jeder Wand den perfekten Anspielpunkt findest. Am Ende hast du die Möglichkeit zu schießen. Je schneller du insgesamt bist, desto hoch mehr Punkte winken. Okay, LS zielen, A passen, B schießen. Das soweit die Übungen. Der Dr. Jones mit 8796 Punkten. Elite Rage, der Danny mit 8484. Und mein Kumpel, die Stadtwurst, Freunde, mit 7340. Na, da würde ich ja mal sagen, da können wir loslegen. Aber, Freunde, aber heute wollen wir ja wieder einen anderen nehmen. Wir sind jetzt, denke ich mal, danach, nach der Folge mit United durch. Wir hatten die Maria, wir hatten Marta. Von dem her nehmen wir heute mal den guten Wayne Rooney für diese Übung. Und dann im nächsten Part wird es andere Mannschaften geben als, oder andere Spieler geben, als die von Man United. So, das sieht jetzt zwar schon mal gar nicht so schlecht aus, aber wirklich zufrieden bin ich trotzdem nicht, weil die Bälle nicht perfekt zu mir prallen. Und jetzt kommen wir da auch nicht, huch, mal doch hin. Was macht denn der Keeper? Ich weiß es nicht. 6020 Punkte. 7,88. Aber unser Ziel muss natürlich sein, mindestens in die Top 3 zu kommen. Von dem her werden wir das Ganze nochmal neu starten. So. Rooney. Gut gemacht, Rooney. Das ist jetzt nämlich mal ein bisschen mehr Power hier dahinter. Und jetzt muss er noch rein, dann sieht's gut aus. Wunderbar. 7000 plus der Zeitbonus. 8392. Eieieiei. Der Danny ist noch ein bisschen besser. Gefällt mir also noch nicht perfekt. Aber sollten wir schon jetzt hinkriegen, irgendwann mal. Kommt nach unten, das Ding. Sehr schön. Nach oben, aber das dauert viel zu lange. Noch dazu kriegen wir ihn nicht rein. Also von dem her, neu starten. Das war noch ein bisschen zu wenig. So, kommt er schnell genug? Das wird wieder nichts, oder, Freunde? Wird das was? Das wird wieder nichts, glaube ich. Dazu waren wir jetzt wieder zu schlecht. Diesmal ein guter Schuss. Joe Hart hat ihn. Ja, gibt nicht mal die Bonuspunkte. Von dem her, können wir gleich nochmal loslegen. Wir müssen irgendwie versuchen, die Bälle müssen so ein bisschen besser noch zurückprallen. Ne? Das wäre nicht schlecht. Ich glaube, das ist jetzt gar nicht so verkehrt. Oh, und dann geht er aber vorbei. 5920 ist auch wieder zu wenig. 7328 insgesamt. Ich meine, es reicht fürs Level, ne? Aber wir wollen natürlich das Beste vom Besten versuchen. Und dazu müssen wir noch ein bisschen mehr Gas geben. Jetzt zum Beispiel mit Rooney. Und wieder holt den Showhard raus. Ja, ich werde bekloppt. Oh, jetzt bin ich weitergegangen. Übung wechseln. Das probieren wir schon nochmal, Freunde. Also so gebe ich mich da nicht geschlagen. So, mit Wayne Rooney haben wir gesagt. Und dann werden wir da mal ein bisschen draufkloppen auf die Kulle. So, der erste kommt immer noch gut. Der zweite meistens auch so von der Geschwindigkeit, wie er zurückprallt, ne? Aber dann hört es auf. Dann ist nicht mehr so der Schwung drin. Das ist dann nicht mehr gut genug. Und der Ball geht trotzdem rein. Was haben wir? Gibt das ein paar Punkte? 8480. Das reicht um 4 Punkte nicht. Den Danny einzuholen. Und jetzt bin ich Depp wieder hier reingegangen. Warte mal, Übung wechseln. So, aber das hier kriegen wir schon noch irgendwie gebacken, oder? Irgendwann checke ich schon noch. So, Rooney, Ronnie, was auch immer. Geht was an. 1. So, der war mal gar nicht so schlecht. Der war dann wiederum kacke. Und der prallt wieder schön zurück. Na, das könnte was werden. Das könnte was werden. Aber dann holt den Joe Hart raus. Mano. Rooney, dachte ich schon, ich darf nochmal schießen. Ach, scheiß drauf, jetzt mache ich es wieder falsch. Jetzt machen wir einfach die Übung. Okay, die ist gar nicht so einfach. Aber auch, weil ich jetzt gerade zu lange gebraucht habe. Und der Ball war richtig schlecht, aber ach so, dann müssen wir auch, ach so, okay, da kriegen wir dann mehrere Versuche. Okay, nice. Boah, aber die hat es ganz schön in sich bisher, die Übung. Der, ja, verfolgt mich da auf Schritt und Tritt, Freunde. Unfassbar. Um Gottes Willen. Das richtige Tor habe ich leider nicht getroffen. Okay, 10.000 Punkte brauchen wir. Wir haben genau 10.000. Gibt's ja gar nicht. 15.000 bräuchten wir. Die sind absolut möglich. So ist es nicht. Ja, Freund, willst du mitspielen oder? Nicht so Bock. Anscheinend hat er nicht so Bock. Okay. So, den haben wir mal gut verarscht. Alter, wie geht denn der drauf? Das ist ja richtig krass. Das ist ja richtig krass. Rooney. Versuchen wir den Doppelpass, der kommt. Und dann machen wir jetzt hier mal die Bude. So, 12.000. Aber ist mir auch noch zu wenig. Ist mir auch noch, ehrlich gesagt,
So wenig. Oh, das sieht jetzt gut aus. Das sieht jetzt richtig, richtig gut aus. Oh, der ist ein bisschen zu schwach. Komm jetzt, komm, komm. Was denn? Ach, ich habe beide nicht bekommen. Ja, wunderbar. Wieso denn das? Komm schon, Rooney. Und dann geht er auch nicht vorbei. Und nochmal nicht. 9000, aber das hätten wir auch so schon wieder nicht gepackt. So, komm jetzt. Schön prallen lassen. Oh, nicht zum Gegner spielen. Sehr schön. Jetzt haben wir einen zu viel, aber halb so wild. Lieber zu viel als zu wenig. So, und jetzt schnell, komm, lass ihn prallen. Aber doch nicht dahin. Doch nicht dahin, nein, nein, nein. Dann kriege ich ihn nicht unter. 10.000 wieder nur. Eieieiei, ich tue mich noch richtig hart gerade irgendwie. So, jetzt komm, mach mal die oben da schnell die 2. Das sollte doch klappen. Und wieso muss der jetzt da raus, oder... Hat er den nicht gespielt gekriegt oder was? Ich weiß es nicht. So, der lange Ball, der könnte auch kommen. Der war sogar noch richtig gut, aber da geht er nicht hin. Oh, da geht der nicht hin. Jetzt spiel hopp. Jawohl. Jetzt muss ich den nochmal anspielen, weil er den... Ach, der muss den durchs Hütchen ja durchspielen. Shit, das habe ich jetzt natürlich komplett vergessen. Dass das auch noch der Fall sein muss. Wieso hat das nicht gezählt? Das wäre jetzt übelst episch gewesen. Da hätten wir gleich ein paar Fliegen mit einer Klappe... geschlagen und jetzt zu guter Letzt hier noch und hier noch und jetzt mach ihn rein, jawohl, 2000, 13.573, es reicht immer noch nicht, die beiden da vorne zu überholen, gibt's doch gar nicht. Ey, wieso geht der denn nicht hin, wieso geht der denn nicht hin, der Ball muss doch nicht perfekt, der kommt im Spiel auch nicht immer perfekt und dann spielt er auch noch so einen Scheißpass, also der da unten gefällt mir nicht, Freunde, das ist kein Lieber. So, der ist weg, können wir nochmal neu starten. Wir müssen irgendwie, warte, nochmal neu, wir müssen versuchen, relativ wenig Versuche zu benötigen. Können wir gleich nochmal neu machen. Jawohl, so, das sieht gut aus. Aber der Ball wieder nicht, dann müssen wir den nach unten so ein bisschen besser kriegen. Oh, und der kommt nicht durch, schade, das wäre jetzt, das wäre schon gewesen. So, sehr schön, 2013-2 nur. Sogar weniger wie vorher. Mir kam es jetzt ehrlich gesagt besser vor. Aber gut. Und dann werden wir geblockt. Können wir gleich nochmal anfangen. So, weil, jawohl, der spielt ihn gut. Jawohl. Och, geh doch mit hin, Mensch. Wieso kriegt der Rooney den nicht da durch? Och, Mann, oh. Oh, das war der falsche. Den hatten wir schon. Ja, irgendwann werde ich den jetzt schon mal da durchkriegen, aber anscheinend nicht. So. Dann kriegt er nicht unter. Da müssen wir näher hinlaufen. Aber das gefällt mir immer noch nicht. Das ist noch nicht gut genug hier. Und dann komme ich wieder nicht ran da. Freunde, ihr merkt, ich bin gerade mega konzentriert. Ich bin hier kaum am Labern. Aber mir gefällt es echt nicht, was ich hier selbst mache. Weil irgendwie... Ich glaube, Rooney ist auch einfach... Wen haben wir denn als Gegenspieler? Das gibt's ja gar nicht. Der ist irgendwie zu langsam, der Rooney. So kommt es mir vor. Schau ich mal so an. Der Gegner ist jedes Mal schneller. Egal, was wir machen. Egal, was wir machen. Der ist schneller. Der kommt viel, viel schneller vom Fleck. Wieder. Alter, das gibt's ja gar nicht. Ich glaube, wir müssen mal einen anderen nehmen. Also, weil so kommen wir irgendwie nicht wirklich voran. Ihr merkt's ja. Ihr merkt's ja. Das ist Herrera. Das gibt's doch gar nicht. Das können sie mir doch nicht erzählen hier. Jawohl. Der Ball kommt auch. Sehr schön. Rooney, jetzt mach keinen Scheiß hier. Oh, und dann kriege ich ihn nicht. So, jetzt mach ihn hier rein. Yes, und 12.000, viel zu schlecht. So, einmal probieren wir es noch. Wir haben es ja schon geschafft. Dann gibt es halt kein höheres Level. Irgendwie kriege ich es nicht hin. So, das war jetzt gut. Aber spiel nach hinten, bitte. Ich kann Rooney nicht steuern. Sag mal, ich will ihn nicht, dass er ihn nach vorne spielt, sondern nach hinten. Kann ihn da leider nicht steuern.
So, 2000, 13.848, es reicht nicht ganz, weil wir kommen hier nicht wirklich weiter. Aber gut, machen wir mal das Gold-Level. Dies ist ein Minispiel gegen zwei Verteidiger. Du musst die gekennzeichnete Zone durchqueren und dann den Ball in das markierte Minitor spielen. Extra Punkte gibt es für schicke Pässe, Direktpässe oder wenig, wenn du mittig ins Tor triffst. Och ja, das sieht ja schon mal gut aus. Der erste Start hier. Oh, so war es zwar gar nicht gewollt, aber gerne. Und das Tor zählt, glaube ich, gar nicht. Schön. Ah, komm, jetzt haut doch die Buden hier mal rein. Rooney nochmal. Und jetzt schaue ich erst aufs untere Tor. So, sehr schön. Was haben wir? 3250 Punkte. Da ist wahrscheinlich noch gar nichts. Und Rooney kommt auch nicht ganz ran. Oh mein Gott, 3450. Was brauchen wir denn dafür? Habe ich jetzt gar nicht geguckt. Beziehungsweise noch nicht gesehen. Und dann geht er wieder nicht rein. Ich habe mal neu gestartet, weil ich glaube, das hat keinen Sinn soweit. Oh, den kriegt man sogar noch. Oh, Alter, ich drück nach unten. Jetzt mal ohne Scheiß. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich verstehe, wenn er ihn dann nicht trifft. Aber so verziehen kannst du den gar nicht. Und wieso schießt jetzt hier Van Persie? Freunde. Rooney. Mata. Wieder, ich drück den Controller nach unten. Was macht denn der? Sag mal, habe ich jetzt hier irgendwie andere Einstellungen? Jetzt mal ohne Scheiß, das gibt's doch gar nicht. So, jetzt ist er mal drin. Erster Versuch, sieht gut aus. Wunderbar rübergelegt. Schaut euch das an, der schießt den wieder in die Mitte. Muss ich den rein, ich lese jetzt nochmal die Anleitung durch. Muss ich den rein passen? Schicker Pass, zielen. Du musst den, ich muss den reinpassen. Ich muss den dann jedes Mal jetzt, wow, was war da denn los? Ich muss den jetzt jedes Mal reinpassen oder was? Sonst schießt er nämlich, sonst meint er, ich will auf das Tor schießen. Das kriegt er irgendwie nicht gebacken. So, okay, sehr schön. 1500 irgendwas. Oh, das war jetzt zu schlecht. Aber trotzdem drin, wunderbar. Der erste kam doch da schon mal ganz gut. Komm. Leider nicht. Minus 200 auch noch. Oh, doch nicht dahin. Hab nochmal neu gestartet, weil ich glaube, das hat zuerst mal keinen Sinn. Rooney. Mata. Schön. Okay, gut rausgespielt. 1223 Punkte. Die Übung an sich ist ja echt nicht schwer, ne? Wenn man mal passen könnte. Vor allem, ich breche schon immer, glaube ich, wieder viel zu schnell ab. Aber ich will es einfach perfekt machen. Da war jetzt schon mal der Start ganz ordentlich. Jawohl, wunderbar. Das ist ein richtig guter Start. Der war auch gut. Ja, perfekt. Freunde, jetzt geht's hier aber los. Ja. Ja, Alter, was ist denn? 5.745 Punkte. Und man braucht anscheinend nur drei Tore. 7.535. Der Danny ist trotzdem auf 1 mit 8.716. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Aber die Übung war an sich ganz cool. Vielleicht machen wir sie später nochmal. Skill Challenge. Versuche den Ball so lange wie möglich von den Verteidigern fernzuhalten. Du hältst Punkte für aufeinanderfolgende Direktpässe. Mehr Punkte werden für folgende Aktionen verliehen. Direktpässe, schicke Pässe, richtig lange Pässe und für das Tunneln von Verteidigern. Natürlich ist die Passhilfe bei dieser Skill Challenge auf manuell eingestellt. Na, das ist doch eine Übung für mich. Die mag ich. Die mag ich jetzt schon. Auch wenn ich da wahrscheinlich wieder mit der Zeit ausrasten könnte. Aber das sind so Übungen, finde ich. Die sind mal richtig cool. Was haben wir? 2057. Okay, da müssen wir noch ein bisschen länger. 10.000 hat der Danny, der Dr. Jones, mit 9.500. Okay, können wir gleich nochmal neu starten. Aber der Anfang sah jetzt, finde ich, schon mal ganz ordentlich aus. Oh. Okay, haben wir noch. Sehr schön. Wunderbar. Eieieiei, noch gut, alles in Ordnung. Sehr schön. Oh, und dann war richtig schlecht. 7.875, aber die macht jetzt Spaß, finde ich, oder? Weiß nicht, wie es euch geht. Ihr könnt auch mal gerne reinschreiben, was bisher eure coolsten Skill-Games waren, die euch am meisten Bock gemacht haben, beziehungsweise wo ihr auch am besten vielleicht wart. Würde mich mal interessieren. Aber die macht mir jetzt zum Beispiel richtig Laune hier. Wenn es wahrscheinlich für euch als Zuschauer so ein bisschen verwirrend ist, weil hier immer die Kamera wechselt und so, aber an sich finde ich das schon mal ganz cool. Boah, der war eng, Gott sei Dank. Mata.
Sehr schön. So, schön wieder befreit. Da kannst du auch so ein bisschen rein taktisch gesehen ein bisschen was üben. Jetzt wird es wieder ein bisschen enger. Na, da kannst du ein bisschen das Spielerische üben. Auch das, was wir vielleicht, was uns in der Karriere momentan noch so ein bisschen fehlt mit Menu. Dass wir das rankriegen. Und dann ist er leider im Aus. 15.675 Punkte. Das ist Weltklasse, Freunde. Aber es ist leider noch nicht perfekt. Es ist Stand Nummer jetzt. Es ist Stand jetzt Nummer 1 der Besten ist er. Aber die Übung macht so viel Bock. Da will ich jetzt eigentlich schon versuchen, auf Rang 1 irgendwie noch zu kommen. Martha, schön. Also nicht nur Rang 1, sondern ich meine Legende. Oder was auch immer das dann ist. Also das Skill-Level oder die Skill-Challenge an sich perfekt beenden. Ich denke, das ist absolut drin. Weil wie gesagt, ihr seht, bisher habe ich auch immer jeden Anlauf durchgezogen. Und es sah bisher immer ordentlich aus. Das ist das Schöne. So, Martha, mal wieder ein bisschen Dampf rausnehmen kurzzeitig. Und dann können wir wieder Dampf reinnehmen. Boah, das ist ja richtig geil, Freunde. Das ist so richtig Barca-like, was ich hier spiele. Allerdings war der Pass schlecht. 12.600, aber es sah auch wieder ganz feierlich und fein auch aus. Oh, der war schlecht. Der war schlecht. Machen wir gleich nochmal. So, oh, der war wieder schlecht. Jetzt ist er hier aber arm, ne, Freunde? Verloren, das Ding, oder was? Weiß nicht mehr, wie es geht. Martha, schön. Schick. Jawohl. Juhu. Yippie. Haben wir noch. Gott sei Dank. Boah, mit der Zeit tun einem... Wieso nimmt denn nicht der andere den? Tun nur die Hände weh vom Controller hin und her immer machen, ja? Und dann war er schlecht, der Ball. Schade, 4.475. Boah, was war das für ein Start? Unglaublich schlecht. So. Sieht schon besser aus, Martha. Immer ein bisschen versuchen, die Leute hier auseinander zu reißen. Weil sowas kann ich natürlich auch nichts machen jetzt hier. So, so. Gibt's denn das? Ich konzentriere mich doch noch genauso. Wieso klappt's denn jetzt auf einmal nicht mehr so toll? Jetzt vielleicht wieder. Ja. 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 Ich glaube, da gibt's auch bestimmt irgend so ein Konzept. Wenn du immer dasselbe machst, dann klappt das bestimmt. Bin ich mir sicher. Ah, der Ball war wieder schlecht. So. Versuchen wir das Ganze nochmal rauszuspielen, Freunde. Das sieht echt gut aus. Das ist, wie gesagt, glaube ich, auch einmal so eine richtig gute Übung, die einem enorm weiterhelfen kann. Da ein bisschen konzentrieren, da ein bisschen die Bälle hin und her spielen. Und das kann dir echt viel bringen für den Karrieremodus. Um einfach so ein bisschen mehr zu wissen, wie du die Bälle auch spielen musst. Und wie zum Teil auch die Leute laufen, ganz klar. Beziehungsweise auch wie du natürlich, oh shit, was mache ich da? Den Gegner laufen lassen kannst, ne? Ganz logisch. Das ist ja auch so der Spielstil, der mir gefällt. Jetzt nicht nur in FIFA, sondern auch allgemein. Schnelles Kurzballspiel. Das ist, glaube ich, somit am effektivsten gepaart mit hohem Pressing. Ist das eine explosive Mischung. Frage ist natürlich, inwieweit das in FIFA umsetzbar ist. Vor allem das Pressing ist immer das, was ich so ein bisschen bemängel. Weil das klappt meiner Meinung nach nicht so, wie ich es immer will. Komm, Martha. Jawohl. So, sind wir weiter dran. Der war gefährlich, der Ball. Und der war dann schlecht. So, ich würde sagen, einmal machen wir es noch. Dann wird diese Folge vorbei sein. Vielleicht schaffen wir ja nochmal einen neuen Rekord. Wenn nicht, halb so wild. Wie gesagt, wir werden... Oh, okay, dann war es das schon. Komm, einmal noch. Wir werden, wie gesagt, alle Skill-Games... Okay, wir machen nochmal, weil das war gar nichts. Wir werden alle Skill-Games, alle Skill-Challenges, die wir bisher nicht geschafft haben und so, werde ich nochmal in der 15. Folge, sprich, wenn wir alle Übungen durch haben, nochmal so ein kleines Versuchen, nochmal besser zu werden in allen möglichen Video machen, wenn man so will. Und dann werden wir das, denke ich, da nochmal mit reinbringen, weil die Übung macht echt Bock, muss ich sagen. Aber ich will das jetzt auch nicht alles zu sehr in die Länge ziehen. Unnötig. Von dem her ist das jetzt der letzte Versuch. Und der Ball ist noch drin, aber jetzt hat ihn der Gegner. 8.625 Coins, wollte ich schon sagen. Punkte haben wir erzielt. Das beste Ergebnis mit 15.675. Ihr könnt ja mal versuchen, mich zu schlagen. Es ist absolut möglich. 20.000, dann hätte man die Skill-Challenge geschafft. Ich denke, einige von euch, die werden das schon gepackt haben. Und in dem Sinn war es das, wie gesagt, mit dem fortgeschrittenen Flachpass. Im nächsten Part geht's dann los mit dem Schießen, mit dem Bronze-Level. Ich freue mich riesig drauf. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich auch wie immer über den Daumen nach oben sehr freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und verpasst nichts. Und in dem Sinn würde ich sagen, sehen wir uns wieder am Freitag mit der nächsten Folge der Skill-Games. Dann, wie gesagt, mit dem Schießen, mit Übung 4 von 14. Bis dahin, macht's gut, euer Badeschlappen. Servus!